Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde Fire Commander. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ja dieses Spiel eigentlich nicht mehr gehabt, aber jetzt habe ich es ja im Super Angebot bekommen gehabt, und zwar für 20 Cent oder noch mehr, da kommt für 20 Cent. Holst du das nochmal? Ich habe es ja damals schon mal gekauft gehabt, dann hat es mir nicht so gefallen, aber irgendwie habe ich mir danach gedacht, Mensch, naja, eigentlich, ja, weiß nicht, wenn es mal günstig ist, holst du das vielleicht wieder, und ja, jetzt so für 20 Cent, da kannst du nichts falsch machen. Ja Leute, wenn euch das Video gefällt, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, ja, für alle Neuen, wenn ihr möchtet und euch interessiert mein Content, dann abonniert den Kanal, Glocke nicht vergessen. Dann sage ich mal Dankeschön und dann schauen wir einfach mal, ja, also hier ist der Überblick von meiner Wache. Ich habe ja hier jetzt, ja, einen Sozialraum. Ich weiß nicht, was man hier machen kann. Keine Ahnung, wahrscheinlich Erholung oder so, ja. Wobei meine Leute aber erholt sind, ja. Ausbildung der einen Fitnessraum, Fähigkeiten. Okay, wunderbar. Dann gibt es einen Trainingsbereich und in der Schaltzentrale gibt es neue Einsätze. Dann klicken wir doch, schauen wir doch mal da, was wir da haben. Feuer in einem großen Büro, mehrere Angestellte befinden sich noch im Gebäude. Okay. Dann schauen wir uns mal den Vorfallbericht an. Ja, dann machen wir mal folgendes. Holen wir uns mal die da rein und die als Team. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir doch mal die Mission. Ja, ich bin bereit. Büro Montagu Nord. Okay, dann starten wir mal. We have just arrived at the Montagu North office. It's a one-story building and from what we've seen, the okay. Fire is spreading from the back. Yeah. The flames are visible both outside and inside the office. Let's proceed with the evacuation of employees. Gut, also dann legen wir los. Ja, ich würde sagen, wir müssen erstmal irgendwie löschen. Weil anders werden wir hier ja nicht weiterkommen. Wie geblockt, okay. Ja, da müssen wir erstmal hier aufschlagen, die Tür. So, dann schlagen wir mal hier die Tür auf. Ja, der legt sich hier mal auf. Oh, wir müssen schnell sein. So. Dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie löschen. Mal eine Frage, vielleicht weiß das einer. Gibt es sowas in echt wirklich, dass es einen Tank gibt, wo unser Schlauch dran ist? Ja. Müssen wir schauen, dass wir die Leute irgendwie retten können. Kann die denn auch Türen aufschlagen? Ja. Okay, dann machen wir folgendes. Die soll jetzt mal gleich die Leute retten. Los, raus mit der Person. Wohin müssen wir die evakuieren? Na, einfach mal hier raus, oder? One of the people won't last any longer. The person died during the rescue operation. Failure. Oh. The fire has beaten us. Okay, also, waha. Also, es ist jemand umgekommen. Das müssen wir also aufpassen. Wir müssen also, okay. It's a one-story building and from what we've seen, the fire is spreading from the back. Ja, dann müssen wir anders dran gehen. Dann. Ja. Dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir jetzt hergehen. Der muss jetzt erstmal hier aufschlagen. Können wir die zusammen aufschlagen, die Türen? So. Dass es schneller geht.
Obstacle has been destroyed. Help me. So. Obstacle has been destroyed. On my way. Naja, wir müssen jetzt erstmal hier die Tür aufschlagen. Und er geht her und soll hier mal löschen. Ja, wo ist denn die jetzt? Wo ist denn die Pür? Hier. Er soll hier löschen. Okay, dann raus hier. Ja, mach der jetzt hier. So, jetzt. The person was escorted to a safe place. Okay, gut. Der nächste Person retten hier. Ja, perfekt. So. Fire extinguished. On it. Get me out of here. Ja, das ist natürlich schwierig. Der fängt halt immer wieder gleich das Brennen an. Ja, I need water. Na super. Okay, so. Dritte Person. Ja, ich muss aber schon sagen, in dem Spiel, was ich halt da wirklich eher vermisse in dem Spiel. Ja. Ist, dass, zwei Personen zum Löschen bei sowas ist, ist einfach viel zu wenig, ja, muss ich sagen. Es ist so. Und, ja, wobei ich glaube, die eine Person kann auch noch löschen. Jetzt komm raus mit der Person da schnell. I'm approaching someone. Ja gut, jetzt sind wir ja gleich zu dritt, denn. So. Weil ich glaube, die kann ja auch löschen, die hat ja auch Wasser dabei. Oh, wow, wow. Das ist natürlich schwierig, die Autos draußen. Ah, ja, ja. Das ist ja wirklich. Wow, mein Gott. Okay. Es ist halt echt schwierig. Was ist jetzt los? Ach, oh, nee, oder? Schwierig. Also ich muss sagen, es ist echt, es ist mega schwierig, zu zweit das zum Löschen. Eigentlich unmöglich, seht ihr das? Geht gar nicht. Man kann gar nicht einmal nachalarmieren. Ja, das ist natürlich schlecht.
Ja, jetzt müssen wir die Person wieder raus, weil sie ihm zu heiß wird. Ja, jetzt braucht er wieder Wasser. Und der Wolf brennt die ganze Bude ab. Ja. Also, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, es ist so ein Arcade-Modus. Ich muss echt sagen, absolut unrealistisch, absolut. Also ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, ich gebe dem Spiel nochmal eine Chance, aber wenn ich jetzt sowas sehe, ich sehe, das ist ehrlich gesagt meiner Meinung nach eine Verarsche. Es ist echt eine total Verarsche Leuten gegenüber, also den Spielern gegenüber, weil das wirklich Rotze ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist Rotze, weil, was soll das? Also liebe Entwickler, schaut euch mal diese Scheiße an, sorry wenn ich sowas sage, aber schaut euch mal so einen Schwachsinn an. Du hast drei Mann, das ganze Ding hier brennt. In echt kannst du nachalarmieren, ja? Oder habt ihr sowas noch nie gehört? Also man merkt halt echt, also die Entwickler hier überhaupt keine Ahnung von der Praxis. Also das ist echt, ich weiß nicht. Leute, tut mir leid, ich kann euch so ein Spiel nicht, nee, kann ich nicht. Ich lade das Video trotzdem hoch, aber nee, ich habe keinen Bock drauf. Also, nee, macht keinen Spaß nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann nicht irgendwas spielen, was mir keinen Spaß macht. Also dieses Spiel, ich sage euch echt, kauft es euch ja nicht. Meine Empfehlung, also wenn ihr auf so einem Arcade-Zeug steht und solche und das dann als Herausforderung seht und sagt, ja gut, kann man ja Ding und euch das Realistische nicht interessiert, dann gerne, ansonsten lasst die Finger davon. Also nee, muss sagen, Daumen nach unten für dieses Game. Okay, trotzdem Leute, haut rein, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss, servus.